Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live und wie immer am Dienstag diskutieren jetzt Gerald Gross, hallo. Servus, Niki. Und Sebastian Dorn-Ehner. Großes Thema ist und bleibt das Impfen und die Haltung der FPÖ zum Impfen. Einerseits hat Herbert Kickl aufgrund eines Interviews bei Fellner Live ja eine Klage eingebracht. Seit heute gibt es diese Klage auch gegen Wolfgang Rosam, weil der behauptet hat, er ist ungeimpft. Andererseits gibt es immer mehr Meldungen, dass abseits von Herbert Kickl doch, sage ich mal, die Creme de la Creme der FPÖ-Führungsetage mittlerweile geimpft ist, das halt nur nicht großartig öffentlich kommuniziert, da doch aber wohl ein Riss durch die Partei geht. Wie siehst du diese Haltung der FPÖ zur Impfung? Ja, besonders interessant finde ich den Fall, der ist zwar nicht Creme de la Creme, aber Bunschkrapferl, Harald Wilimski, weil der sagt, er musste sich quasi impfen lassen, weil er nach Brüssel fährt, weil man denkt, das ist spannend, weil er ist zwar als Champagner-Harry in die Geschichte eingegangen, aber ich glaube, gesehen hat den dort noch niemand von seinen Europaabgeordneten-Kolleginnen, also das halte ich für eine Mehr. Aber es ist halt prototypisch für das, für diese Scheinheiligkeit, die wir kennen, die er auch personifiziert in Form von Gerald Gross und vis-à-vis sitzt, auf der einen Seite bei Demos groß rufen und zu alten Braveheart aufzurufen und zu sagen, lasst euch ja nicht impfen, tragt keine Maske, stürmt irgendwie die Polizeistation und wehrt euch gegen die Corona-Diktatur, aber danach sofort ins Spital laufen und sich fünffach impfen lassen, das ist halt typisch FPÖ. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass da jetzt rauskommt, so wie so oft, die Scheinheiligkeit auf der einen Seite A sagen, aber dann B machen. Andererseits muss ich dazu sagen, also die ganze Geschichte mit Rosam und Kickl, das ist wirklich unterstes Niveau. Also dafür habe ich überhaupt kein Verständnis mehr. Ich finde, es ist tatsächlich die höchstpersönliche Entscheidung von jeder einzelnen Person, sich impfen zu lassen oder nicht. Ich bin der Meinung, man muss dann halt mit den Konsequenzen leben, wenn man sich nicht impfen lässt. Aber dass wir jetzt ein öffentliches Outing machen, wer ist geimpft und wer nicht, ich meine, das geht mir persönlich auch schon viel zu weit. Wurscht, was jetzt Herbert Kickl oder jemand anderem beim Kickl wäre es natürlich schon ein bisschen komisch, wenn der geimpft ist und dann dauernd gegen die Impfung wettert. Wobei er sagt ja selber, er ist nicht geimpft, muss man auch sagen. Ja, aber wenn ich Herbert Kickl richtig verstanden habe, dann sagt er ja dasselbe, was auch Gerald Gross sagt, nämlich es ist den Menschen frei gelassen, quasi sich impfen zu lassen oder nicht. Er sagt, er findet es nicht gut, aber ganz ehrlich, ich finde dieses Niveau, das ist nicht das Niveau, das ich mir bei einer politischen Debatte wünsche und das dann geklagt wird, das halte ich einfach alles für einen Kindergarten. Mhm. Aber der Grundsatz ist schon wichtig. Also die Frage, wir erleben ja eine totale Spaltung der Gesellschaft. Das geht in Deutschland noch viel weiter als bei uns, dass wir wirklich mit Leuten wie Attila Hildmann und anderen totale Verrückte haben, die alle möglichen antisemitischen Erzählungen mit Verschwörungstheorien, mit Impfängsten und so weiter vermischen. Aber wir haben das in gewisser Weise halt auch in Österreich schon erlebt, dass Menschen sagen am Anfang, sie wollen sich nicht impfen lassen, sie werden sich nicht impfen lassen, weil sie ja kein drittes Auge haben wollen und dann sich nachweislich impfen lassen. Und ich glaube, diese Scheinheiligkeit ist das, was diesen Diskurs, den öffentlichen, den wir eigentlich sehr fakten- und sachbasiert führen sollten, weil hier geht es immerhin um eine schwere Erkrankung, hier geht es auch um schwere wirtschaftliche Auswirkungen, da sollte man bitte am Boden der Tatsachen bleiben und man sollte möglichst seriös debattieren. Und deswegen halte ich es für schwierig, wenn da die FPÖ-Truppe ausrückt und sagt, na, wir sind für die Freiheit, dann aber und offensichtlich entgegen der Wahrnehmung, sonst wäre es ja nicht so ein großer Skandal, der eigenen Klientel sich dann doch impfen lässt. Das, glaube ich, ist ein großes Glaubwürdigkeitsproblem, aber andererseits die FPÖ und Glaubwürdigkeit, das ist eh schon vorbei. Ja, was sagst denn du dazu, zu dieser Revolte innerhalb der FPÖ, also dieser Inforevolte, dass da jetzt vom Dominik Knepp bis zum Harald Wilimski, Martin Graf etc. die Führungsriege der FPÖ scheinbar doch geimpft ist, was ja an sich vorbildlich wäre. Auf der einen Seite, aber dann auf der anderen Seite gegen die Impfung zu wettern, ist halt ein bisschen ja, scheinheilig, oder? Naja, wenn man gegen die Impfung wettert, wenn man seit 18 Monaten oder spätestens wohl eher doch seit 9 Monaten, seitdem es die Impfung gibt, davor warnt, dass es eine Impfpflicht gibt, wie es die Freiheitliche Partei tut, und zwar zu Recht, und in weiterer Folge sich für eine Selbstbestimmung des jeden einzelnen Bürgers einsetzt, für die Wahlfreiheit sich einsetzt, dann hat das nichts mit Heuchelei zu tun, sondern ist die Linie ziemlich stringent, würde ich sagen. Also die Freiheitliche Partei, abwärts von Kickl, Hofer, Knepp,
Schnedlitz, Landbauer, Kunasek, Eustachio, Heimbuchner etc. wissen wir seit 9 Monaten, der eine ist erkrankt, der andere ist geimpft, der nächste ist ungeimpft, der dritte ist 3-mal geimpft, der nächste ist nur 1-mal geimpft und genesen etc. Dann bildet diese Freiheitliche Partei in Wahrheit das Spektrum der österreichischen Bevölkerung ab, aber wo sich alle Funktionäre der Freiheitlichen Partei einig sind, sind in dem Ruf Nein zu einer Impfpflicht, Wahlfreiheit für jeden Menschen in dem Land, weil es eben nicht Ebola ist. Und mit Verlaub gesagt, dieser Sturm im Wasserglas, der da losgetreten worden ist von dem Herrn Rosam da in dem Studio nach dem Motto, und da bin ich mit meinem Diskussionspartner über eins, ich habe gehört, Herbert Kickl wäre geimpft, ja, ich habe heute auch gehört, dass der Wolfgang Rosam vom Zirkus Roncalli ständig das Zirkuszelt stüllt, dass er überhaupt mit seiner Wuchtel einpasst und sich dieser Seidenraupenmörder, dass er einpasst. Ich habe gehört, ich habe auch nur vom Hören und Sagen gehört, er muss Prostata-Tablettchen nehmen. Ich habe auch nur vom Hören und Sagen. Also halt nein, nein, das haben wir ja mittlerweile. Nein, aber das ist wir schon hören jetzt was alle anderes. Vom Hören und Sagen. Ich habe vom Hören und Sagen das gehört, ist aber schon dass der Kanzler anderes. Sich die Hämorrhoidencreme in die Haare schnitt. Also du lieber Niki Fellner, was wir jetzt machen? Du rufst jetzt deinen Freund an, den Sebastian Kurz. Er soll den Mut haben, dass er sich selber da einsetzt. Weißt, die brauchen nicht immer seine Marionetten wie den Herrn Rosam und wie die alle heißen. Ich will ihn selber da haben. Dann werde ich ihn fragen, ob es stimmt, dass wir vom Hörensagen gehört haben, dass er eine Chatgruppe hatte mit dem Herrn Schmidt und mit dem Herrn Blümel und mit dem Herrn Kurz, die von ihrer Sexuallehre weit weg von der katholischen Kirche sind. Das geht ja auch gerüchteweise seit 9 Monaten nochmal dumm. Also wenn wir auf dieser Ebene, Freunde, jetzt Politik machen, wir haben gehört, der eine ist geimpft, wir haben gehört, der andere hat Prostata-Tabletten, wir haben gehört, jetzt eh ein, der nächste, er kann ja, jetzt zu er Recht. Kann sie jetzt beweisen. Und zwar warum? Gericht. Weil seit 2003... Ist das nicht absurd, sowas einzuklagen, dass ich jetzt einklage, dass ich nicht geimpft bin? Das ist doch absurd, weißt oder? Du, ich meine, ich klage du, ein, wenn ich... Weißt du, dann machen wir was anderes. Aber würdest du mich klagen, wenn ich das Gerücht hier in den Raum stellen würde, du hättest HIV? In der Sekunde hättest du mich glauben. Und weißt du was? Zu Recht. Und zu Recht würde ich eine Verurteilung... Das ist ja ganz was anderes. Also, die ist schon also ganz was nein, Niki, jetzt also soll mit Verlaub gesagt, du unterstellst, der Immunstatus. Eine Krankheit unterstellst doch was anderes, als wenn man sagt, der ist geimpft. Niki, Niki, der braucht ja jetzt nicht die schwarzen Regimenter, brauche ich ja nicht nervös, wenn ich wasche in Oberösterreich, schaut es ein bisschen schlecht aus, gerade für die ÖVP, aber ich müsste holt's ihn kurz her. Er soll einen Mut der war haben. Halt schon da. Das, er soll mit mir diskutieren, oder er soll mit dem Dr. Palmena diskutieren, dann zerlegen wir schon in alle seine Einzelteile auseinander. Bleibt nichts mehr von ihm über, dann trage ich es als Kolpas dem Studio aus, wenn ich mit ihm fertig bin. Also, das ist so, also du ärgerst dich auf jeden Fall. Nein, darüber. Aber jetzt stell dir vor, ich sitze im Studio und ich fabuliere über den Immunstatus von irgendwem. Die Impfung ist ein Teil des Immunstatuses. Die Impfung ist ein Teil einer medizinischen Information. Da sind wir uns ja einig, oder? Also wir fabulieren jetzt, der hat einen Bluthochdruck, der nimmt nur mehr Viagra, der nächste hat das Problem. Also du sagst nicht okay, sagt der Sebastian Born. Naja, wenn ja das auch, die ÖVP ja jetzt einig, mittlerweile, ja? Wenn die ÖVP tatsächlich in ihrer Not vor 2 Wahlen dazu greift, noch dazu Falschbehauptungen aufzustellen, Schmutzwäsche in der Öffentlichkeit zu waschen, du meinst, dann fallen mir die Unterhosen vom Herrn Schmidt, vom Herrn Blümel und vom Herrn Kurz ein. Dann können wir da einen Waschrumpel herstellen und dann rumpeln wir 5 Stunden lang und das ganze Publikum würde sagen, um Gottes Willen, das habe ich mit unserem Kanzler gar nicht gewusst, über den verstaatlichten Manager. Machen wir das. Machen wir jetzt eine eigene Sondersendung über die Gerüchte, die ich über den Herrn Schmidt, über den Herrn Blümel und über den Herrn Kanzler gehört habe. Machen wir 5 Stunden und ich garantiere dir, am Ende gibt es keinen einzigen ÖVP-Wähler mehr. Ja, aber das ist ja, aber am Ende werden sie sich klagen. Na, bumm. Niki. Also siehst du jetzt, lieber Niki, das ist ja auch das Recht des Herrn Kickl zu sagen. Ich weiß, ob es sinnvoll ist. Natürlich, weil seit 2003 im österreichischen Strafgesetzbuch und im Zivilrecht einen Passus gibt, das ist der unzulässige Eingriff in die Privatsphäre. Und wenn ich da hergehe und den Immunstatus eines Politikers lang und breit wälze wie der Herr Rosam in seiner Würde und Pracht, ich habe heute auch gehört, dass er ständig beim schwarzen Kamösi 3 Flaschen Veltliner reinzupfelt am Vormittag. Ich meine, wenn wir so weit schon sind, dann lassen wir es. Dann lassen wir es, das ist dekutant und dass der Herr Rosam mittlerweile einen tieferen Schmutzkübel bedient als der Lobatka in seinen besten Zeiten, der soll sich genieren, der alte Trottel, dass der noch in den Fernsehen auftritt. Jetzt kriegt dich wieder ein bisschen leid. Nein, ich meine ernsthaft, der ist ja nicht mehr zurechnungsfähig. Heute machen wir eine Besachwaltung vom Herrn Rosam, der darf ja nirgends mehr auftreten, so wie der benannt ist. Gut, also es bringt dich anscheinend ziemlich auf die Palme, anscheinend hat er einen Nerv getroffen, da wurde Rosam.
sagen. Jetzt ja nein, aufregen, aber ich warte wie die Spinne Dekler immer, dass man der größte Trottel im Land ins Netz rennt. Und das ist halt heute wieder mal passiert. Nein, aber ich glaube, der Punkt, den man wirklich diskutieren muss, und das ist etwas, was hat mit Corona, kam auch eine Verschiebung im öffentlichen Diskurs zustande. Und das, was ich anprangere auf der Straße, wo wirklich radikalisierte Menschen beginnen, irgendwelche verrückten Ideen und Theorien zu verbreiten, da gibt es halt auch radikalisierte Leute, die es im Studio machen. Und das halte ich da wie dort für vollkommen falsch. Und gerade die ÖVP hat doch immer unter dem Motto Silberstein-Methoden angeprangert, dass Schmutzkübelkampagnen gemacht werden. Und ich mag es nicht. Ich habe auch gesehen, dass heute auf diesem ÖVP-nahen Blog zur Sache.at dieses Thema auch ausgewälzt wurde. Also scheint offensichtlich, mutmaßlich, gerüchteweise eine Kampagne oder ein Spin dahinter zu stecken. Du meinst, die ÖVP steckt auch dahin. Also das eine ist ja die, sagen wir mal, diese Kickl-Klage. Ja. Da haben wir jetzt, ihr beide seid der Meinung, das gehört sich nicht, dass man sowas sagt. Auf der anderen Seite gibt es diese Geschichte, die da Anfang der Woche erschienen ist, dass ein Teil oder sagen die Hälfte anscheinend der FPÖ-Spitzenfunktionäre geimpft ist. Und da vermutest du die ÖVP dahinter, oder wie? Nein, aber ich schaue mir schon an, was für Aussagen wir von Elisabeth Köstinger und anderen Leuten in Richtung der FPÖ sehen. Und ich sehe, ich bewundere mit Verwunderung verfolge ich die Ausritte von Elisabeth Köstinger und anderen ÖVP-Leuten, je näher die Oberösterreich-Wahl kommt. Und das ist ja ganz spannend, weil die auf einmal Sachen sagen, Sachen, die zu 180 Grad dem entgegenstehen, wie sie ihre eigene Politik betreiben. Also das jetzt Handelskritik ist oder ob das jetzt Corona ist. Du verteidigst jetzt gerade die FPÖ für die Impflinie? Nein, ich verteidige nur die Anständigkeit. Also ich sehe das auch nicht, dass er die FPÖ verteidigt. Er ist ein anständiger Mensch, im Gegensatz zu Herrn Rosam. Also mir ist das nächste Mal machen wir eine Diskussion mit dir. Seidenraupenmörder kann sich da einer setzen mit seinen 500 Meter Leinen, mit denen er sich einwickelt. Die Mumie, die Schwarze, soll sich einer setzen? Also beruhigt mich. So schnell kann er gar nicht schauen. Mir geht es um einen Grund. Den nehme ich zum Frühstück. Mir geht es um ein Grundprinzip politischer Kommunikation und öffentlichen Anstandes. Und so wie ich die FPÖ kritisiere, wenn sie das viel zu oft, auch im Zuge von Corona, wenn sie auf die Straße gehen und Leute aufhetzen. Prangere ich es auch an, wenn hier im Studio auf den Basis von Gerüchten irgendwelche Sachen in die Welt gesetzt werden und wenn die ÖVP das dann auch noch kampanisiert über ihre eigenen Parteiblogs, dann wird es schwierig. Und das ist meine Kritik. Also ich bin da nicht da, um den Herbert Kickl zu verteidigen, sondern mir geht es um ein Grundprinzip, weil ich glaube, das gefährdet unsere Demokratie. Okay, das ist das eine. Aber kommen wir noch zu einem zweiten Punkt, weil, und das ist ja schon auch Fakt, da gibt es Umfragen und zwar unterschiedlichste Umfragen, die nicht von der ÖVP kommen, dass nur 39% der FPÖ-Wähler geimpft sind. Trägt die FPÖ deiner Meinung nach eine Teilschuld an dieser niedrigen Impfquote, die wir haben? Durch ihre Linie? Ich glaube, die Linie ist ja das Problem. Also ich glaube, die FPÖ trägt dazu bei, dass die Menschen verunsichert sind. Du erlebst einen Herbert Kickl, der auf die Straße geht, der Seite an Seite mit Menschen marschiert, die von einer Corona-Diktatur sprechen, der davon spricht, dass wir der Parlamentarismus quasi unter Anführungszeichen tot ist und wir deswegen auf der Straße jetzt den Kampf weiterführen müssen. Das sind die Sprüche der Herbert Kickl in Bezug auch auf die Corona-Bewältigung der Bundesregierung von sich gibt. Und auf der anderen Seite haben wir einen Norbert Hofer, der in Bezug auf die Corona-Impfung und so weiter sehr klar in seiner Kommunikation ist, der auch allen empfiehlt, sich impfen zu lassen. Der sagt, das ist eine gute Geschichte und er hat die wissenschaftliche Evidenz. Und ich glaube, da ist das Problem, dass die FPÖ-Wählerinnen und Wähler sich orientieren an dem, was quasi ihre gewählten Repräsentantinnen sagen. Und dann hören sie auf der einen Seite Herbert Kickl, der sagt, kämpfen wir bis zum Letzten gegen Maske und Impfung. Und dann hast du auf der anderen Seite Norbert Hofer, der sagt, haut's mal ein Jock alleine. Und das ist, glaube ich, die Verwirrung. Und diese Verwirrung, glaube ich, dass manche Menschen verharren in Stillstand. Und wenn dann auch, und da muss ich Sie kritisieren, Herr Gross, wenn dann auch noch Leute wie Gerald Gross vor 18 Monaten inzwischen sagen, na, bei so einem mRNA-Impfstoff lassen wir nicht impfen, weil wir wieder kein drittes Auge haben, das brennt sich bei den Leuten ein. Und ich glaube, das ist das große Problem, das wir haben, wenn wir von Anfang an, weil ich bin ein Verteidiger, ich bin ganz bei Ihnen, diese Freiheitsgeschichte gegessen. Ja, ich bin auch der Meinung, die Leute sollen sich frei entscheiden. Na bitte. Aber auf Basis von echten Fakten. Und das ist genau das Problem, das wir bei der Corona-Diskussion haben. Wenn Sie sich den öffentlichen Diskurs, vor allem in sozialen Netzwerken, anschauen, dann wird da nicht faktenbasiert diskutiert. Da wird von Bill Gates gesprochen, da werden alle möglichen Verschwörungstheorien ausgepackt, um zu argumentieren, warum diese Impfung uns schadet. Und das ist der Schindl. Das ist ein Blödsinn. Sie kennen diese Videos nicht, oder was? Herr Dr. Bornmänner, seit dieser Woche ist es amtlich,
Der größte Covid-Idiot, Querdenker in dieser Republik ist der österreichische Rechnungshof. All das, was ich die letzten 18 Monate über das Corona-Missmanagement dieser Regierung gesagt habe, hat der Rechnungshof in einem Rohbericht zusammengefasst. Keine Auflistungen über die Kollateralschäden, keine Auflistungen über die Todesfälle, die entstanden sind, weil man die Spitäler in den Lockdown geschickt hat. Keinerlei Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern. Vollkommenes Chaos innerhalb der Bundesregierung. Keine Evidenzbasiertheit von Lockdowns und deren Dauer. Was der österreichische Bundesrechnungshof, vertreten durch die Rechnungshofpräsidentin Kraka, hat in ihrem Bericht genau das vertont, was ich, was viele andere Menschen seit 18 Monaten in diesem Studio sagen, was die Menschen auf der Straße sagen. Und jetzt zurück zu dieser Diskussion, weil das ärgert mich jetzt auch ein bisschen. Zu dieser Diskussion und zu dieser Frage, ist jetzt die Freiheitliche Partei schuld, dass sie Leute impfen lassen oder nicht? Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich in Österreich 39% nach wie vor der Gesamtbevölkerung noch nicht geimpft habe, wenn wir die, die sie nicht impfen lassen können, und die Kinder und die Nicht-Wahlberechtigten davon zählen, dann sind wir irgendwo bei 70-20% der Wahlberechtigten, die sich nicht impfen haben lassen. Also wenn man jetzt glaubt, dass das die sogenannte Freiheitliche... 17 bis 20 Prozent. Also wenn man jetzt glaubt, dass das das sogenannte freiheitliche Wählerpotenzial ist, dann muss ich dem Herbert Kickl gratulieren. Gratuliere, dann hat er das freiheitliche Wählerpotenzial nicht nur ordentlich aufgestockt, sondern noch etwas, weil wir ja von 100% Wahlberechtigung ausgehen. 20% ist ja genau das. Aber wir gehen ja von 100%iger Wahlbeteiligung aus, sondern dann übertragen wir das in die Nettozahlen. Wenn wir uns derzeit die Nettozahlen der Ungeimpften und der Geimpften auf Basis dieser komischen Umfragen, im Übrigen der Herr Rosam sitzt ja auch immer da und präsentiert irgendwelche Umfragen als Unabhängiger, der Herr Rosam als Unabhängiger, das haben wir die Woche auch wieder mal gesehen. Wenn wir diese übertragen, dann kommen wir drauf, dass ca. in netto 400.000 ÖVP-Wähler nicht geimpft sind. Also in Wahrheit laut in Netto-Personen, nicht in Prozenten, in Netto-Personen die größte Gruppe der Nicht-Geimpften in Österreich die sogenannten ÖVP-Wähler sind. So. Also das ist aber die Denksportaufgabe. Ist jetzt nicht wirklich nachvollziehbar. Nee, die ist für euch beide nicht nachvollziehbar, weil du zuerst den Kanzler fragen musst, ob du das für nachvollziehbar halten musst. Und mein Diskussionspartner pfeift schon wieder in der Pendeluhr, weil er das die meiste Zeit tut, weil er vorher Wahlen nimmt, dass er die Sendung ausarbeitet. Vielleicht können wir den Telefonjoker nutzen für Sie. Genau, vielleicht können wir Armin Assinger anrufen, der gibt uns das Jokerle. Aber zur Retour. Sie auch gerne. Na, wie kommst du darauf, dass die ÖVP-Wähler ungeimpft sind? Ich verstehe es nicht. Weil auch 25% der ÖVP-Wähler laut dieser Umfrage Nein, laut dieser wir wissen ja, dass die Verteilung sind. Eine ganz andere Zeit ist. Ist es so? 75% minus 100 sind 25%. Wir wissen alle, wie viel sind 25% von den Nettostimmen von den 2,5 oder 3 Millionen, die es gehabt haben? Das ist doch völliger Unsinn. Sie können doch so nicht rechnen. Wir wissen doch alles, die ÖVP-Wähler alle 50, 60 plus sind und da haben wir fast eine 90%ige Immunisierung. Das stimmt. Das stimmt ja natürlich. Das habe ich ja jetzt unlängst erst wieder gesehen, wie wir den Momentanzimmer also, bevor es zu wirr wird. Bevor es zu wirr wird. Also, die FPÖ jetzt darzustellen, sie ist schuldig, dass da zu wenig geimpft sind oder zu viele geimpft sind, oder die ÖVP ist schuld, dass zu viele vielleicht geimpft sind. Ich bin froh, dass es in der Republik eine Meinungspluralität gibt, auch unter den politischen Parteien, dass nicht alle der Meinung sind, man kann alles, restlos alles mit diesem Volk in Österreich machen, sie wie die Ochsen durchs Gatter führen, zwangsimpfen. Und jetzt kommt eh schon die Regierung, ja, ich weiß nicht, du willst schon wieder widersprechen, heute Direktiven aus New York direkt gekommen und aus Moskau. Ich will nur was sagen, dann werde ich dir eine Frage stellen dazu, bitte. So, also, ja? In Wahrheit hat die ÖVP es selbst verursacht. Und der Kanzler und der Gesundheitsminister mit ihrem fortgesetzten Chaos in Österreich, dass am Ende kein einziger Mensch mehr Vertrauen in diese Maßnahmen hat. Und das sagt auch der Rechnungshof, dass das Vertrauen verschwunden ist. Das sagen auch die dänischen Virologen, die in Österreich ein Interview gegeben haben und gesagt haben, ja, in Dänemark haben wir von Anbeginn an für alle Maßnahmen ein Vertrauen gehabt. Das haben wir in Österreich nicht. In Österreich 18 Monate groß. Lang das Chaos. Aber ich muss ganz kurz, weil du immer wieder jetzt natürlich. Dänemark ansprichst. Ja? Dänemark hat die Maßnahmen beendet. Dänemark hat eine deutlich höhere Impfquote als wir. Und Dänemark hat vor allem einen nationalen Schulterschluss, wo sich alle Parteien, links, rechts, Mitte, dafür aussprechen, sich impfen zu lassen. Und wie viel hat, was für Impfquote hat Dänemark? Dänemark liegt bei gleich 75-76%. Und nach Adam Ries gibt es dort 24% Nicht-Geimpfte. Ja, ich darf das würde ja schon einmal reichen. Ich darf dich daran erinnern, 15% ich darf dich daran erinnern, nein, falsch. Zu glauben, was die Parlamentsparteien hier von sich geben, würde das Volk in irgendeiner Form erreichen oder nicht, ist falsch. Ja?
Es gibt das, die Volkshörigkeit nicht mehr, die sagt, ja, wenn alle Parlamentsparteien jetzt für die Impfung dann sind wir auch alle für die Impfung. In Schweden waren auch nicht alle für die Impfung und trotzdem hast du die gleiche Impfquote erreicht. In United Kingdom, in Großbritannien, gibt es gar keine Pandemie mehr. Und da hat Nigel Farage seine Partei etc. massiv gegen die Maßnahmen gewettert. Die haben aber auch eine höhere Impfquote. Also diese Milchmädchenrechnung, die offenbar auch aus vormaliger Lobatka-Sudelküche nun wird von Rosam gerührt, hier weiterverbreitet wird, nachdem die Krone, die eh nur von der ÖVP kriegt, also aus der Regierung, damit in Wahrheit angefangen hat, um die Wahlen zu beeinflussen. Freunde, du bei dem Blödsinn. Also du bist der Meinung, es macht keinen Unterschied, was die FPÖ sagt, oder wie? Es macht keinen Unterschied, was politische Parteien sagen, der Mensch in dem Land ist mündig genug. Nein, es gibt in dem Land Menschen, die lassen sich impfen. Es gibt in dem Land Menschen, die sagen, nein, Selbstverantwortung. Wir haben es mit einer Pandemie, mit einer Sterblichkeit von 0,5% und das nur bei den Risikogruppen zu tun. Ich mache bei den Plätzchen nicht mit. Und da gibt es eine weite Bandbreite. Und die Freiheitliche Partei hat sich in diesem Bereich aus meiner Sicht am vernünftigsten positioniert, indem sie ihrem Anspruch freiheitliche Partei gerecht geworden ist und gesagt hat, Freiheit. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner, ich erkläre es Ihnen an. Wissen Sie, wann ich für eine Impfpflicht wäre? Ich bin der Erste, der da in dem Studio sitzt und eine Impfpflicht einfordert, wenn es Ebola gewesen wäre. Wenn ich gewusst hätte, die Angst hätte haben müssen, es ranken mir 50% der Bevölkerung weg, egal ob sie im Freien sind oder nicht. Das ist die größte Seuche des 21. Jahrhunderts. Es ist es nur nicht. Ja. Herr Gross, ich kann mich erinnern, wie wir vor 18 Monaten da gesessen sind und Sie gesagt haben, das ist ein Kripperl. Das ist vollkommen irrelevant. Inzwischen haben wir bald 11.000 Tote allein in Österreich. Wir sehen, dass es in den USA mehr Tote durch Corona als durch die spanische Grippe gibt inzwischen. Wir haben weltweit Millionen von Toten. Jetzt haben Sie gerade eine halbe Stunde gesprochen. Himmel, jetzt ist aber wirklich genug. Ja, aber das ist ja das heißt aber auch immer noch nicht Groß-TV. Ja. Ja? Ja. Nicht Rosam-TV, nicht Groß-TV. Also, wir sehen, dass Corona eine ernstzunehmende Krankheit ist und ich finde, die Performance des Gerald Gross, vielleicht machen wir irgendwann mal ein Best-of der letzten 18 Monate Aussagen von Ihnen zum Thema Corona, dann sieht man genau das Problem der Freiheitlichen Partei. Das ist wie ein Fahnderl im Wind. Zuerst heißt Corona ist nicht gefährlich, dann heißt es, um Gottes Willen, uns endlich die Intensivstationen aufstocken. Dann heißt es, ich werde mich niemals impfen lassen, dann heißt es, ich werde niemals eine Maske tragen. Sie haben so viele unterschiedliche Aussagen zu Corona gemacht. Wenn ich jetzt unterstelle ich, Sie haben ja auch Anhängerinnen und Anhänger, meist davon in Ostdeutschland, aber es gibt viele davon, die schauen sich an, ihre Videos, die sie dreimal am Tag ins Internet reinweinen, wo sie, oh, alles ist schlecht. Und die schauen sich das an und denken sich, was sagt der Gross heute zur Impfung? Und dann denken sich, wenn der Gerald Gross, eine Person des öffentlichen Lebens, hier im Studio sagt, er will sie nicht impfen lassen, weil dieser Impfstoff ist nicht ausgereift. Er hat nur eine Notfallzulassung und will kein drittes Auge haben. Dann dürfen Sie nicht unterschätzen, Herr Gross. Da geht es nicht darum, dass die Leute hörig sind, sondern es verunsichert. Aber Herr Dr. Lass mich mal ausreden. Es geht hier um Verunsicherung. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen. Was verunsichert Menschen, wenn solche unqualifizierten Aussagen daherkommen, verunsichert es Menschen. Ja, aber Herr und wenn hier jetzt jemand sitzt und sagt, Sie wären bereit, das finde ich total. Ja. Sie sitzen hier und sagen, Sie sind für eine Impfpflicht. Wenn irgendwer sagt, die Mortalität hat einen gewissen Grad erreicht oder das Infektionsgeschehen ist so gefährlich, wenn das irgendwer sagt, ich weiß nicht, welche Stelle ist, ob das Herbert Kickl persönlich sein muss oder ob die WHO reicht, aber wenn irgendeine medizinische Stelle sagt, diese Krankheit ist tatsächlich gefährlich, nach Ihrer Meinung, dann sind Sie dafür, dass die Leute in eine Impfpflicht gejagt werden. Das finde ich spannend. Herr Dr. Da verlieren Sie heute wieder 50.000 Follower. Herr Dr. Bornmänner, jetzt sage ich Ihnen einmal Folgendes. Fake Accounts. Wenn Sie glauben, dass ich den Einfluss hätte auf Menschen, ob sie sich impfen lassen oder nicht, dann weiß ja die Menschheit dank des segensreichen Wirkens unter Frage der Programmdirektorin Sabrina Fröhlich aus dem Juni, dass ich geimpft bin. Das weiß ja jeder Mensch. Ja. Dann hätten wir eigentlich, nachdem ich der mächtigste Mann in dem Land bin, noch ober dem Bundespräsident, ober dem Kanzler, die geistige und moralische Instanz des Landes. Geht um Verunsicherung. Hätten Sie ja in Wahrheit, nachdem ich im Juni geimpft worden bin, hätte sich das ganze Land durchimpfen sollen, weil alle hören auf den Gruß. Das ist ja jetzt das, was Sie gesagt haben. Ja, überhaupt nicht. Ich bin impfen lassen und bin draufgekommen, dass das, was mir die Politik versprochen hat, in Wahrheit alles nicht gehalten hat. Ja, was hat das denn die Politik versprochen? Das Zweite ist, Herr Dr. Bornmänner, guter Mann, jetzt kommen wir mal. Jetzt gehen wir mal. Ja, ich weiß nicht, was für ein Fieberwahnsinn sind. Sie sind ja offensichtlich als Herr Dr. Bornmänner, Ihre ganze Suada, schauen Sie. Die Bevölkerung hätte aus meiner Sicht sehr eine hohe Akzeptanz gehabt, wenn die Linie der Regierung vertreten, auch wahrhaftig gesprochen hätten und nicht immer wieder Vergleiche und Zahlen in die Arena geworfen hätten, die vorne und hinten nicht stimmen. Sie haben es jetzt gerade wieder gemacht. Sie machen den gleichen Fehler, den Kurz und Mückstein macht. Sie erklären jetzt hier im Brustton der Überzeugung, dass die USA Corona als die schwerste Pandemie, noch schwerer als die spanische Grippe erklärt haben. Dass also Corona
die schwerste Seuche seit 100 Jahren weltweit das ist. Das sagen die? Nein, und jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Ja. Corona hat in Amerika 900.000 Tote verursacht. Die spanische Grippe hat weltweit 60 Millionen Tote verursacht. Corona hat bis heute 7 Millionen Tote verursacht. 53 Millionen mehr Tote hat die spanische Grippe als Corona verursacht. Es geht um die USA. Ja, natürlich. Und jetzt kommen wir dazu. Wann war die spanische Grippe? Vor 100 Jahren. Wissen Sie, wie viele Leute vor 100 Jahren in Amerika gelebt haben? Ein Fliegenschiss von dem, wie groß heute Amerika ist. Dann ist die Aussage ja korrekt, oder? Wunderbar. Aber es ist genau die Giftmischer-Aussage, die Sie verwenden, indem Sie herkommen. Herr Groß, die und Leute, sagen, was sollen das? Ja, Herr Dr. Bornmänner. Die USA sagen ja, eine faktisch Herr Dr. korrekte Aussage. Sie ja, sagen, Herr Dr. Bornmänner, das ist für unser Gebiet ja die verheerendste Pandemie. Ja, und Sie setzen sich her, sagen, stimmt nicht. Was aber Blödsinn ist, weil das wieso? Gebiet der USA von heute mit dem Gebiet der USA von vor 100 Jahren nicht vergleichbar ist in was? Den Zahlen. In welchen Zahlen? In das Gebiet? In der Bevölkerungsanzahl dieses ja Gebietes, Herr Dr. Bornmänner. 900.000 Amerikaner tot durch Corona. Durch die spanische Grippe weltweit 60 Millionen, durch Corona 7 Millionen. Allein den Wahnsinn zu besitzen, daran zu glauben, dass die spanische Grippe gefährlicher wäre als Corona, ist reine Panik und Hysterie. Und jeder, der heute am Abend Wikipedia aufschlagt und sagt, so, wie viel haben wir mit der spanischen Grippe in Amerika gehabt, wie das sagen alle, und das merken die Leute so, seit 19 Monaten. Meinen Anwalt an, Herr Dr. Bornmänner, Sie sitzen da erinnern und erklären, groß lassen Sie sich impfen, dann sind Sie immun. Dann können Sie sich nicht mehr infizieren. Habe ich nie gesagt. Dann können Sie es nicht mehr weitergeben. Das sagt ihr und der Herr Kurz und der hat es auch schon gesagt. Herr Kost, so, und heute kommen wir drauf, es sterben am Tag mehrere hunderte Leute, die geimpft sind in dem Land. Was? Am Tag. Was? Ja, nicht an Corona, an Autounfällen, an Herzinfarkt, an alles drum und dran. Wir mittlerweile 60%, 70% geimpft. Wir sterben in dem Land zig Menschen am Tag, die geimpft sind. Also, heute, also was redest du? Wir haben heute 22 Tote. Corona-Tote. Corona-Tote. Ja, ich sage, ich mache jetzt das Zahlenspiel, das ihr macht. Ich sage jetzt noch, es sterben jeden Tag hunderte Geimpfte. Nein, sie sterben eh nicht an Corona, brauchst keine Sorge haben. Sie sterben an Diabetes, sie sterben an Herzinfarkt, sie sterben an Autounfall, sie bringen sich selber. Aber das ist das Gleiche, was ich jetzt damit sagen will. Ja. Das wäre die gleiche Angstbotschaft, mit der ihr seit 19 Monaten hausieren geht. Ich glaube, der wollte Ich könnte auch jetzt hergehen und sagen, es sterben jeden Tag hunderte Geimpfte. Natürlich, weil wir auch schon 70% Geimpfte haben. Deswegen sterben wir jeden Tag hunderte Geimpfte. Nicht an Corona, an allem anderen. Sie schlafen auch ein im Bett. Nicht an der Impfung. Das ist, genau so ist es. Das muss man dazu sagen. Und das ist jetzt eure Argumentation. Ihr sagt so vieles nicht dazu. Ja? Sondern ihr nehmt irgendwelche Beispiele, die vorne und hinten nicht passen, aber dann kommen die Leute selber drauf und dann sagen sie alle diese Meinungsbildner Lügen. Und dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn die Leute sich an eure Maßnahmen nicht mehr orientieren, die ihr propagiert. Das ist recht einfach. Ich propagiere mal im Prinzip gar keine Maßnahmen. Also, der größte Propagandist nach Sebastian Kurz. Also, ich würde jetzt mal bitten, ich mache eine kurze Intervention, weil ich glaube, wir müssen von den Verschwörungstheorien, in denen sie sich da offenbar verloren haben, offenbar scheint Wolfgang Rosen bei ihnen irgendwas getriggert. Wir haben es gemerkt, Sie haben so einen Aussetzer gehabt und jetzt sind Sie dann verloren gegangen irgendwo. Jetzt haben Sie irgendwo in Ihrem eigenen Karussell des Wahnsinns, da oben sind Sie verloren gegangen. Ich habe den schon vergessen, so wie sich der Kanzler das eigentlich auch schon distanziert von meiner Rosen. Sie liegen da jetzt gerade irgendwo herum zwischen Verschwörungstheorien und sagen, Herr Dr. Bornmänner, gehen Sie zum Punkt. Sagen Sie mir, dass die spanische Grippe weltweit weniger gewütet hat, mehr gewütet hat als Corona. Sie sagen, ich habe gesagt, in Amerika war das die schlimmste. Es gibt so viele Leute, die schreiben mir, diskutieren mit Gerald Groß, ist wie mit einer Taube Schachspielung. Das ist manchmal geht wirklich aufs Brett und scheißt den Spruch. Heute ist es so. Zum dritten Mal heute, in der Sendung das ist kein Taube Dr. mehr. Ich weiß, das ist ein gegrilltes Händel. Weil das ist ja, sie gehen nicht einmal mehr. Sie sind ja einfach nur noch, ja. Wie auch immer, kurze Intervention, Herr Groß, vielleicht finden Sie aus Ihrem Irrlicht wieder raus. Ja? Verlassen wir mal kurz das Feld der Verschwörungstheorie und gehen wir zurück zu den realen Bedrohungen. Ja. Ich habe Ihnen heute was mitgebracht. Wir haben vor einigen Sendungen darüber gesprochen. Sie erinnern sich. Ja. Und das ist ein aktueller Bezug, weil die Elli Köstinger jetzt seit kurzem auch ein Alpenbriefer gegen die Konzerne geworden ist, was ich sehr unterstütze. Und ich habe jetzt mein neues Buch mitgebracht, Konzern an die Kette. Ja. Warum schenke ich Ihnen das, Herr Groß? Ja. Weil, wenn wir über wirkliche Bedrohungen sprechen, nicht den Corona-Blödsinn, den Sie verbreiten, sondern reden wir bitte über die wirklichen Bedrohungen unserer Gesellschaft. Dann bin ich der Meinung, da müssen auch Leute wie wir, die fundamental unterschiedliche Ansichten auf die Welt haben, eines gemeinsam in Angriff nehmen, nämlich die unglaubliche Dominanz multinationaler Konzerne. Und ich lade Sie ein heute, lesen Sie sich das durch. Wir haben es extra groß
geschrieben, damit Sie es auch lesen können. Ich weiß, ich merke, es sind auch viele Bilder drin. Ja, genau. Damit, wirklich, es soll ganz einfach sein. Ja, aber Sie, aber, nein, es, schön illustriert. Aber es ist extra für Sie. Schön illustriert. Ja, genau, aber es ist selber gemacht. Überhaupt nur drei Buchstaben auf einer Seite. Also, das ist, genau. Also so kumgelaufen. Herr Dr. Bollmeier-Pascher, erstens, ich wünsche Ihnen, dass Sie vielleicht auch mal am Bestseller landen. Brauchen ich habe es mit meinem Buch dann doch einige Wochen geschafft, Platz 1. Aber ich will da nicht überheblich werden. Herr Dr. Bollmeier, ich würde mir es gerne durchlesen, wenn Sie mir versprechen, dass Sie nicht so wie Annalena Baerbock ein Plagiat mir geschenkt haben. Weil in Ihren Kreisen ist es ja so üblich, dass man die Bücher nicht selbst schreibt, habe ich gehört. Ja. Sie lassen immer schreiben oder sie schreiben woanders ab. Ja. Wenn Sie das tatsächlich geschrieben haben, nicht so wie Baerbock, dann lese ich es mir gern durch. Ja, gerne. Und vielleicht kommen es dann wieder ein bisschen raus. Aber empfehlen muss ich es nicht, weil ich nehme an, dass das die Anleitung ist, wie man die gesamte Marktwirtschaft die Freiheit zerstören soll, oder? Lesen Sie nach. So wie nach Mein Kapital von Marx oder was, so ähnlich geschrieben, oder? Herr Groß, ich werde es mir wirklich empfehlen. Ja, bitte, ich empfehle es. Ich empfehle es allen, es kommt der Winter. Ja. Okay. Meine Herren, lesen muss man. So, wir machen eine ganz kurze Werbepause, kommen dann gleich zurück und dann sprechen wir über einen neuen Vorstoß oder Plan der Regierung. 3G am Arbeitsplatz soll kommen. Die Gewerkschaft hat das ja schon länger in den Raum gestellt. Dürfte relativ konkret sein. In Italien gibt es das schon. Sprich, als Ungeimpfter darf man dann nur noch, wenn man getestet ist, ins Büro. Was Sebastian Bornmänner und Gerald Groß dazu sagen, da sprechen wir gleich darüber. Natürlich auch über die Verschärfungen in Wien. Da gelten ja ab 1. Oktober noch schärfere Regeln. Und wir sprechen über die beiden Wahlen, die bevorstehen. Oberösterreich und Deutschland wählen am kommenden Sonntag. Auch dazu gleich mehr nach einer ganz kurzen Werbepause. Wählen live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wählen. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Sebastian Bornmänner und Gerald Groß nach wie vor zu Gast. Wir sprechen als erstes einmal über die Verschärfungen in Wien. Der Wiener Bürgermeister hat ja heute doch, sage ich einmal, da ziemlich auf den Putz gehaut. Wien hat ab sofort 2G in der Nachtgastro, also nur noch geimpft oder genesen. 2G bei allen Events über 500 Personen, das heißt vom Fußballstadion, also wenn ich zum Rapidspiel gehe, bis hin zu Bällen etc. Künftig muss ich geimpft sein. Und in der Gastronomie eine 2,5G-Regel, das heißt PCR-Test. Ungeimpfte können sich eigentlich am gleichen Tag nicht mehr entscheiden, dass sie am Abend essen gehen. Also für Ungeimpfte wird es deutlich unbequemer in Wien. Ist das gut und richtig, dass Michael Ludwig da den Impfdruck erhöht? Ja, ich finde es halt schade, dass es zu einer regionalen Lösung kommt. Ich glaube, dass wir jetzt brauchen würden, wären wirklich bundesweite einheitliche Regeln, weil die Verunsicherung ja nicht nur von Verschwörungstheoretikern hervorgerufen wird, sondern auch von der Unsicherheit der Leute gegenüber den bestehenden Regeln. Also wenn du jetzt nicht rund um die Uhr 24 schaust, dann weißt irgendwann gar nicht mehr, was wirklich aktuell der Stand ist in Bezug auf die unterschiedlichen Ebenen. Wenn du jetzt, wenn du ein Pendler bist und in der Früh in Niederösterreich oder im Burgenland wegfährst, Tag in Wien verbringst, dann hast du zum Teil unterschiedliche Corona-Regime und das ist nicht sinnvoll. Aber in der Sache hat aus meiner Sicht Michael Ludwig recht. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir das Infektionsgeschehen, so wie wir es momentan haben, erleben, wenn wir sehen, dass die schweren Verläufe zunehmen, wenn wir sehen, dass inzwischen in Wien fast ausschließlich, also wir sind ja weit über 90% der schweren Verläufe auf den Intensivstationen nur noch Ungeimpfte betrifft, dann müssen wir darauf reagieren. Und was können wir da machen? Fairerweise können wir nicht die Leute alle in einen Lockdown schicken, sondern wir müssen schauen, dass wir Menschen, die nicht geimpft sind und die nicht genesen sind, davon abhalten, sich anzustecken an Orten, wo erfahrungsgemäß viele Ansteckungen stattfinden. Das ist zum Beispiel bei in der Nachgastronomie. Das ist natürlich auch bei Großveranstaltungen. Wir sehen jetzt zum Beispiel, ich glaube, so die Rieder Messe oder andere ÖVP-Wahlveranstaltungen, wo dann danach Hotspots entstanden sind, weil da einfach tausende Menschen auf engstem Raum waren. Und das geht nicht. Und deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung, dass man sagt, ab einer gewissen Größe, bei einer gewissen Intensität des Kontakts, dort gibt es die 2G-Regel, die halte ich für absolut sinnvoll. Ich verstehe auch nicht, warum wir es nicht gleich flächendeckend machen und ich verstehe auch nicht, warum wir nicht die Gastronomie gleich voll reinnehmen. Und ich verstehe auch nicht, warum wir nicht die Hotellerie reinnehmen. Ich verstehe auch nicht, warum das Ganze nicht auf den Wintertourismus. Also dieses ständige, alle zwei Wochen tritt irgendwer vor die Kameras und völlig absurd finde ich eigentlich den Umstand, dass wir auf der einen Seite
Kanzler, dann die Köstinger, die ist jetzt momentan überall dabei, irgendwie habe ich das Gefühl, aber Köstinger, Kanzler, Mückstein gehen raus und verkünden jetzt, das wird jetzt die nächsten zwei Wochen sich angeschaut, das kommt dann im Wintertourismus vielleicht, das wird passieren und da haben sie auch eine sehr sinnvolle Evidenz, wo sie sagen, ab 100, ab 200, ab 300 Intensivstationen werden wir etwas verändern und dann macht der Wiener Bürgermeister eine nächste Inszenierung, holt sich seine eigenen Experten daher, berät mit denen eigens und tritt dann wieder vor die Kameras. Und das ist halt schon eine Form von PR-Corona-Inszenierung, von der ich nicht glaube, dass sie tatsächlich in der Sache dienlich ist. Also diese Inszenierungsgeschichte und die Frage der Kommunikation, damit schließt sich auch der Bogen zu dem, was wir vorher besprochen haben, nämlich der Nachvollziehbarkeit, die als eine ganz, ganz wertvolle Grundlage für die Zustimmung und letztlich auch für die Umsetzung der Empfehlungen der Bundesregierung in der Bevölkerung wichtig ist. Und ich glaube, wenn wir da nicht wegkommen von diesem Doppelspiel, das ja eindeutig parteipolitisch motiviert ist, dann werden wir tatsächlich ein großes Problem haben. Aber in der Sache, noch einmal, finde ich, ist der Weg von Michael Ludwig der richtige und ich würde mir wünschen, dass wir den bundesweit haben. Doppelspiel, eindeutig parteipolitisch motiviert, wie Sie sagen, sehe ich genauso. Freut mich, dass Sie es auch erkennen, dass ein Großteil dieser Maßnahmen parteipolitisch motiviert sind. Punkt. Herr Dr. Born-Mehner, Wien hat zum heutigen Tag 88 Corona-Erkrankte auf den Intensivstationen. 88. Wien ist eine Stadt mit 1,9 Millionen Einwohnern, hat 88 Corona-Infizierte auf Intensivstationen, hat ein Vielfaches an Intensivbetten, nämlich den größten Teil aller 5000 Intensivbetten, die wir in Österreich haben, stehen allein nur in Wien. Und bei 88 belegten Intensivbetten vergeht sich der Wiener Bürgermeister einmal mehr in den Alarmismus, in einem vollzieht er in Wahrheit ja nur das, was in zwei Wochen auf uns alle zukommen wird. Nur halt zwei Wochen vorher, weil er der Musterschüler der Angst sein will. Er will der Graf Dracula des Virologischen sein. Er möchte als Erster alle in Haft nehmen. Nach der oberösterreichischen Landtagswahl und nach der Gemeinderatswahl in Graz wird es in ganz Österreich so weit sein, dass wir eine 2G-Regelung oder eine 2,5G-Regelung, wobei der Kumano darauf zu sprechen, dass das in Wahrheit eine 2G-Regelung ist, für die gesamte Gastronomie ist. Das sollten heute mal gleich alle Wirten in ganz Österreich wissen, dass in 14 Tagen sie nur mehr Geimpfte und Genesene hineinlassen, die Getesteten. Nein, nicht nur in Wien. Das, was Ludwig hier macht, wird der Kanzler bundesweit machen. Und zwar unter Garantie. An dem Tag, wo das letzte türkise Schaf zur Urne geschritten ist in Graz und in Linz, wird der Kanzler wenige Stunden später dieses Wiener Modell übernehmen. Das heißt, die Gastronomie wird um ein Drittel ihrer Kundinnen und Kunden, ihrer Konsumentinnen und Konsumenten geschädigt, bekommt keine Ausfallshaftung dafür, hat aber ein Drittel weniger Konsumenten im Herbstgeschäft, bei den Weihnachtsfeiern etc. etc. Dann haben wir ein Fiasko, auch für unseren Wintertourismus, mit 2G-Regeln, mit 3G-Regeln, wo wir in Wahrheit nur die Leute schikanieren und haben, auch anhand dieser Woche, die heutigen Zahlen, lieber Niki, Herr Dr. Born-Mehner, rückläufige Infektionszahlen in allen Bundesländern. In allen Bundesländern. In allen Bundesländern sinkt die Wocheninzidenz bis zu 37 Personen. Wir haben rückläufige Zahlen, obwohl es kälter wird, obwohl wir einen Herbsteinbruch haben. So, und dann kommt der Herr Bundeskanzler daher nach der Landtagswahl, jetzt ist er gerade in New York, tut ein bisschen, weiß ich nicht, was er da drüben tut. Dann kommt der Herr Ludwig daher und dann wird nach den Wahlen wird wieder das gesamte Regime aufgezogen. Und das ist aus meiner Sicht nicht evidenzbasiert. Denn im Corona-Maßnahmengesetz steht eindeutig drinnen, nur bei Überlastung des Spitalsystems. Man kann mir nicht erklären, dass selbst bei einem kaputten Wiener Gesundheitssystem, dass das zweifelsohne ist, weil die Wiener Stadtregierung 6 Spitäler die letzten 8 Jahre eingespart hat, dass man bei 88 Intensivbetten den nationalen Notstand in der Bundeshauptstadt ausruft. Das ist Hysterie, das ist Angst. Und da komme ich zu dem, wo ich vor der Pause war. Und weil die Leute eben durchschauen, dass es Angst und Hysterie ist, aus welchen Gründen auch immer, da bin ich kein Verschwörungstheoretiker, da muss jeder seinen Reim selber drauf bilden, machen die Leute bei diesem Schwachsinn nicht mehr mit. Und ich kenne mittlerweile genug Leute, die sagen, die lassen mich sicher nicht impfen. Und je härter die Repressalien werden, umso weniger lassen sie sich impfen. Überall dort, wo die Repressalien zurückgefahren worden sind, in Schweden, in Dänemark, in Großbritannien, haben sie die Leute freiwillig an die Maßnahmen gehalten. Überall dort, wo Zwang ausgelöst wurde, entsteht das Fiasko. Und das Fiasko entsteht in Österreich seit 18 Monaten. Wir haben die schlechtesten Wirtschaftsdaten im Vergleich zu Schweden zum Beispiel.
die schlechtesten. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit im Vergleich zu Schweden. Wir sind bei allen Zahlen, hinken wir hinterher. Und man macht nun im 19. Monat der Pandemie wieder denselben Fehler. Herr Groß, wir haben gerade, weil Sie die Wirtschaft ansprechen, wir haben Bereiche, in denen wir schon wieder auf Vorkrisenniveau sind. Ja, Lebensmittel. Wir haben im Vergleich zu dem, was ich kann mich genau erinnern, vor 6 Monaten noch, haben Sie gemeint, wir werden Massenarbeitslosigkeit erleben. Wir werden den Zusammenbruch ganzer Wirtschaftssektoren erleben. Sie haben da wirklich, ich weiß nicht, Sie haben da echt für Angst und Panik gesorgt, indem Sie uns prognostiziert haben, dass die Maßnahmen der Bundesregierung zum Schutz der Bevölkerung vor diesem Coronavirus dazu führen werden, dass wir alle arbeitslos und verarmen werden. Und nichts davon ist passiert. Und ich glaube, es sollte langsam Menschen wie Ihnen zu denken geben, dass offensichtlich doch nicht alles so schlecht läuft, wie Sie sagen. Und ich denke mir, das sollten wir auch in Bezug auf diese 2G-Regel, die aus meiner Sicht ja grundvernünftig ist. Also wenn ich in einer Pandemie bin und ich verstehe leider, ich weiß nicht, es wird eine Never-Ending-Story von Sendung zu Sendung, versuche Ihnen zu erklären, du kannst eine Intensivstation nicht auf 100% Auslastung fahren. Wir können nicht warten, bis die Leute sich am Gang stapeln. Wir müssen, wenn wir sehen, dass es eine gewisse Entwicklung gibt, dann müssen wir möglichst frühzeitig einwirken. Das ist genau das, was Wien jetzt macht. Es geht darum, einen Trend zu brechen. Es geht darum, gar nicht erst zuzulassen, dass die Leute sich auf den Stationen stapeln. Und es bringt nichts, wenn Sie in 3 Wochen, weil das wird passieren, Sie werden in 3 Wochen wieder hier sitzen und sagen, ja, warum haben Sie die Intensivstation aufgestockt? Das bringt an. Das sage ich seit 18 Monaten. Genau. Ja. Auf der einen Seite ist es ein Grippe, auf der anderen Seite ist es ein Intensivstation. Herr Dr. Bormeiner, es sind anerkannte Experten in diesem Studio, Virologen gesessen, die ich im Nachfeld ihrer einzelnen Auftritte in diesem Studio gefragt habe, Herr Professor, ich sage jetzt nicht, welcher Professor, Herr Professor, gern teitschen Sie mir das aus, vor 10 Monaten. Wo kann ich es einsortieren? Und erklärt mir einer der anerkanntesten Virologen, der hier auch hohes Ansehen genießt, wie in allen anderen Studios auch und auf den die Regierung hört, erklärt mir, Herr Groß, das ist recht einfach. Ein bisschen stärker als die Grippe, ein bisschen schwächer als die Masern. So würde ich diese Erkrankung einordnen. Erklärt mir dieser Professor. Noch einmal, Herr Dr. Bormeiner, es ist nicht Ebola. Auch wenn sie es im 19. Monat gern hätte, es rafft nicht 50% der Menschen hin. Und es rafft auch nicht die 100.000, die der Bundeskanzler gern gehabt hätte. So. Und jetzt zurück zu Ihrer Mär, die Sie da herinnen ständig verbreitern. Sie sagen, wir haben keine Wirtschaftskrise gehabt. Herr Dr. Bormeiner, vielleicht ist es Ihnen entgangen, dass diese österreichische Bundesregierung genötigt war, die unfassbare Summe von 35 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, um mit Ach und Krach und Mühe und Not unsere Wirtschaft irgendwie darüber zu retten. Vielleicht ist es Ihnen entgangen, dass wir die höchste Arbeitslosigkeit während der Krise seit dem Zweiten Weltkrieg verzeichnet haben. Ich weiß nicht, ist es Ihnen vielleicht entgangen? Vielleicht ist es Ihnen entgangen, dass die österreichischen Gastronomie- und Tourismusbetriebe, dass denen ein Drittel ihres Personals nun dauerhaft fehlt. Und vielleicht ist es Ihnen entgangen, dass die meisten Gastronomiebetriebe mittlerweile 2-tägige Ruhetage eingeführt haben, weil sie das Personal nicht mehr haben. Vielleicht ist es Ihnen entgangen, Herr Dr. Bormeiner, dass im Bauhandel die Kosten für Bauprojekte für Einfamilienhäuser um ein Drittel gestiegen sind und wenn Sie heute einen Architektenplan anfertigen lassen, Sie frühestens in 2 Jahren zum Bauen beginnen können, weil die Bauwirtschaft nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und vielleicht ist es Ihnen entgangen, dass die Automobilindustrie keinen Nachschub seit 1,5 Jahren hat und der Handel in Wahrheit stöhnt, weil er keine Autos mehr verkaufen kann. Das sind tragende Säulen unserer Wirtschaft. Vielleicht ist Ihnen das alles entgangen, weil Sie mit keinem Automobilhändler reden, weil Sie mit keinem Kölner reden, mit keinem Koch, mit keinem Maurer in Ihrem Leben gesprochen haben, sondern solche Bücher ausgegeben, die Konzerne an die Waffel zu nehmen und in Wahrheit von Tutten und Blasen keine Ahnung haben. Herr Dr. Bormeiner, wir haben die letzten 19 Monate ganz schwierige Situationen gehabt, nicht zuletzt der Rohbericht des österreichischen Rechnungshofes beweist uns, dass wir unser Leben noch schwieriger gemacht haben, weil die Regierung alles mit Abstand alles falsch gemacht haben. Bis heute haben Sie kein Wort des Bedauerns zu den Kollateralschäden gefunden. Zu jenen Krebstoten in dem Land, die nicht operiert werden konnten, denen keine Bestrahlung angedeihen werden lassen, weil Ihre Regierung die Spitäler geschlossen hat. Weil Ihre Regierung, die Sie verteidigen, die Spitäler, die Spitalskapazitäten nicht hochgefahren hat, um die normalen Erkrankungen in dem Land zu heilen. Sie ergehen sich da an, jede Woche in irgendwelchen Attitüden, bezeichnen mich als Querdenker und ich weiß nicht, was es ist, statt dass Sie einmal auf diese Fakten eingehen. Gehen auf das Faktum ein, dass es unserer Bauwirtschaft nicht gut geht. Gerne. Gehen Sie auf das Faktum ein. Ja gut, dann reden wir über die Automobilindustrie. Bauwirtschaft. Ja, bitte. Reden wir über die Bauwirtschaft. Ja, bitte. Was ist der Grund dafür, dass momentan nicht gebaut werden kann? Keine Rohstoffe. Genau. Woran liegt es? Lieferketten. Ja. Lieferketten. Ja.
Das ist das, worum es in diesem Buch geht. Super. Es geht um globale Lieferketten. Super. Es geht darum, dass wir in der österreichischen Wirtschaft maßgeblich davon abhängig sind, ja, dass wir möglichst billige Ressourcen und ja, Rohstoffe bekommen aus der ganzen Welt. Ja. So, das ist nicht die österreichische Bundesregierung, ja, die dafür verantwortlich ist. Nein. Ja? Nein, ist sie nicht. Finde ich schon. Gehen wir zum Thema Tourismus, gehen wir zum Thema Gastronomie. Warum, ja, finden die Gastronomie und die Ausbeuterbetriebe dort keine Arbeiter mehr? Warum? Weil die Leute es satt haben. Sie haben satt, für einen scheiß Lohn zu arbeiten. Das ist der Grund. In dem Moment, wo ordentlich bezahlt wird, werden sie auch wieder ordentliche Mitarbeiter haben. Ich hab's satt, ich hab's wirklich satt. Diese Debatten, wo Schuldumkehr betrieben wird. Wir haben volle Auftragsbücher in manchen Branchen. Jetzt gerade wird der Metall-KV verhandelt. Kollektivvertrag für eine riesengroße Branche. Gestern hören wir im Radio, dass der Vertreter der industriellen Vereinigung sagt, wir haben, unsere Auftragsbücher sind so voll, wir können es gar nicht mehr alles abarbeiten und trotzdem sind sie nicht bereit, den Arbeitern mehr zu geben. Das ist Grundproblem, Herr Gross. Und ich verstehe die Menschen, die sagen, die durch die Corona-Krise keine Arbeit hatten in dem Gastronomiebereich, die jetzt sagen, ich bin nicht bereit, in diesem Bereich zurückzugehen, wenn nicht ordentlich bezahlt werde. Das gilt nicht für 90% der Gastronomen und Hotelleriebetriebe, weil die sind ordentlich. Aber es gibt 10, 15, 20%, und das sind genau die, deren politische Lobby bei der ÖVP im Parlamentsclub sitzt, diese Seilbahnbetreiber und so weiter, die Nutznießer davon sind, dass in Tirol Menschen ausgebeutet werden. Und ich verstehe die Menschen, dass sie keine Lust mehr haben. Herr Dr. Bornmähner. Haben Sie jetzt die Antwort bekommen? Nein, weil sie falsch ist. Aber ich danke Ihnen, dass wir endlich... Nein, das gestehe ich so. Ich danke endlich, dass Sie das erste Mal nach 2 Jahren auf meine Fragen eingehen und Sie nicht immer mit Plattitüden drüber retten, sondern endlich einmal auf 2 Punkte eingegangen sind. Und jetzt können wir über die 2 Punkte diskutieren. Ein Drittel der österreichischen Mitarbeiter im Gastronomiebereich sind derweil, weil die Gastronomie über Monate hinweg geschlossen war, die Betriebe es gar nicht erreichen haben können, entlassen worden. Das Arbeitsmarktservice hat sich folgerichtig umgeschult, aus der Gastronomie heraus. Und heute fehlt den Gastronomiebetrieben 1/3 der Mitarbeiter. Und wenn Sie jetzt das schwarze Gespenst an die Wand malen, das sind alles Ausbeuter. Das sind alle. Südstaaten, Peitschendriller, die wie die Sklaven auf der Baumwollplantage. Beinigen Sie die armen Kölche und Kölner. Das kann ja vielleicht im einen oder anderen Betrieb passiert sein. In 95% der Betriebe, in Österreich herrscht einigermaßen ein ordentliches Arbeitsklima, wo der Betriebsbesitzer, der Betriebsführer mit seinem jeweiligen Angestellten einen wunderbaren Betrieb führt. Das heißt, die große Krux war, dass das Arbeitsmarktservice noch mitgeholfen hat, dass die Arbeitnehmer im Gastronomiebereich verjagt worden sind. Und jetzt zum 2. Punkt zu Ihren Zulieferketten. Was machen zu Ihren Zulieferketten. Ja. Herr Dr. Bornmähner. Da haben Sie vollkommen recht, die Rohstoffe kommen nicht. Warum kommen die Rohstoffe nicht? Wir sind ein Holzbauland, wir sind ein Land mit Bergwerken, wir sind ein Land, was wir nicht alles schon waren in der Geschichte Österreichs. Ja, Land der Berge, Land der Strome. So, und jetzt haben wir beim folgenden Thema, Herr Dr. Bornmähner, weil Sie sagen, da kann die Bundesregierung nichts dafür. Ja, Herr Dr. Bornmähner, wenn eben eine Regierung über Jahre und Jahrzehnte oder eine Politik, eine herrschende Politik, über Jahre und Jahrzehnte mit einer Hochsteuerpolitik und Abgabenpolitik von 50% alle ehemaligen Zulieferbetriebe, die Zementwerke, die wir einst einmal hatten, ja, diese ganzen Industriezulieferer, die wir alle hatten, verjagt haben und heute sitzen die in Asien und dann ist im Suezkanal zufälligerweise noch blöderweise ein Schiff quergestellt über 2 Wochen. Dann sehen wir, wie abhängig wir geworden sind. Absolut. Abhängig, weil in Österreich, in Deutschland, in Brüssel, in Frankreich Politiker gesessen sind, die so wie Sie offenbar in diesem Buch ständig verkünden, Konzerne an die Kette, an die Steuerkette nehmen und die Konzerne sagen, ich scheiße Ihnen was, guter Mann, ich gehe nach Asien, bevor Sie nur ein weiteres deppertes Buch schreiben. Und das ist das Problem, in dem wir uns heute befinden. Wir haben unsere Stützen, unsere Industrie und unsere Wirtschaft verjagt. Und wissen Sie, wo das steht? In meinem Buch. Freiheit ohne Wenn und Aber. Da sollten wir vielleicht beide Bücher lesen. So, genau. Sie sollten einmal meins lesen, dann lernen Sie. Wir machen einmal vielleicht eine große Buchlesung. Das ist eine gute. Aber jetzt sehr gute. Zuerst über 3G am Arbeitsplatz. Auch das hat nämlich der Wiener Bürgermeister heute angesprochen. Wir haben das ja heute auch in der Tageszeitung Österreich drinnen. Es ist der Plan der Regierung anscheinend, wahrscheinlich nach der Oberösterreichwahl, also voraussichtlich nächste Woche, 3G am Arbeitsplatz zu verkünden. Das heißt, entweder man ist geimpft oder genesen oder man muss sich testen lassen jeden Tag, wenn man ins Büro geht. Findest du das gut? Absolut. Ich glaube, jede Maßnahme, die dazu beiträgt, dass sich dieses Virus nicht weiter verbreiten kann und dass vor allem Menschen, wir wissen jetzt einfach nachweislich, dass über 90%, in Wien 95% der Intensivfälle, der schweren Verläufe betreffen Ungeimpfte. De facto für die Geimpften
ist das Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen, ganz, ganz niedrig. Auch das Risiko, sich anzustecken, ist viel niedriger. Und das Risiko, dass sich ein Geimpfter von einem Geimpften ansteckt und einen schweren Verlauf bekommt, ist so gut wie ausgeschlossen. Das ist ja der Grund, warum wir uns impfen lassen. Weil genau das, das war das Versprechen, Herr Groß. Das Versprechen war nicht, dass niemand mehr sterben wird. Das Versprechen war nicht, dass wir keinen Autounfall mehr haben werden. Das Versprechen war, wenn Sie geimpft sind und ich geimpft sind, dann können wir uns beide viel weniger häufig anstecken. Wir werden, sollten wir uns anstecken, schwere Verläufe haben und weniger oft auf der Intensivstation und weniger oft sterben. Und das ist genau das, was jetzt passiert, 1:1. Und ich bin der Meinung, wenn ich sehe nicht ein, warum wir nach wie vor zulassen, dass Menschen sich aus diesem Plan zum Schutz der österreichischen Bevölkerung rausnehmen. Und ich bin daher absolut der Meinung, dass wir, eigentlich sollten wir 2G überlegen, auch am Arbeitsplatz. Ich finde, wir sollten generell 2G überlegen. Warum nicht 1G? Na, was heißt denn, was 1G? Nur genesen? Nein, aber genesen reicht ja auch. Also, ja, das ist ja eine wissenschaftliche Evidenz da. Ja? Aber ich denke mal, zumindest getestet. Ja, aber ich bin der Meinung, die Leute sollen sich selber zahlen den Test. Also ich bin der Meinung, machen wir 3G auch am Arbeitsplatz, machen wir 3G überall, aber dann sollen sich die Leute gefälligst selber zahlen. Weil verdammt nochmal, was stört die Menschen, sich impfen zu lassen? Wo ist das Problem, sich impfen zu lassen? Jetzt wirklich, wir reden da, wir führen da eine Debatte, eine Scheindebatte und tun wir so, als wäre diese Impfung irgendwie ein Angriff auf die persönliche Integrität. Das ist lächerlich. Und hören wir doch bitte endlich auf, den paar Wahnsinnigen so viel Raum zu geben, die behaupten, sogar der Gerald Gross behauptet nicht mehr, dass die Impfung schädlich ist, sogar er hat sich impfen lassen. Also es ist doch lächerlich, dass wir im Jahr 2021 immer noch so eine Diskussion führen. Aber wissen Sie... Also du bist für 3G? Ja. Was wissen Sie, wo 3G am Arbeitsplatz? Gleich. Wenn nicht sogar 2G. Aber eine spannende Theorie. Also wir fahren jetzt Stück für Stück immer mehr in die Impfpflicht. Wir sagen zwar nicht Impfpflicht dazu, aber wir drängen die Leute in die Impfung. Das ist ja, glaube ich, außer Streit. Indem wir es immer schwieriger machen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es wird unbequemer. Ja. Also wir bissacken sie. Nein, wir bissacken die Menschen und sagen, es wird immer schwieriger, ihr dürft es bald, ihr müsst alle 48 Stunden euch testen lassen, dass ihr eurem Job noch nachgehen könnt, damit ihr eure Kinder ein Abendessen auf den Tisch stellen könnt. Wir reden jetzt gar nicht mehr von der Bequemlichkeit, in ein Wirtshaus zu gehen. Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Jetzt sagen wir, ihr kriegt nur mehr Gehalt, wenn ihr alle 48 Stunden impfen lasst. Jetzt geht es nicht mehr um den Kaffee. Ja, die Partygänger, die ein bisschen Kaffee, so wie Sie das heute so gesprochen haben. Aber jetzt geht es darum, ob man die Handelsangestellte noch in ihr Geschäft darf, noch an den Spar darf, ob die Mitarbeiter in den Betrieben noch in ihre Betriebe gehen und ihren Lohn kassieren, weil die Regierung vorsieht, 3G bei Diensten. In Italien gibt es damit. Ja, super, die Italiener waren schon immer die Besten. Das ist ja, mit Italien sich zu vergleichen, das ist überhaupt der größte Wahnsinn. Die Lombardei, unter, ja, ist ein schönes Urlaubsland, aber ich möchte, wenn der krank wird dort unten, dann möchte ich arbeiten in Italien. Also jetzt zu tun, als wäre Italien so super. Also, wir bissacken die Menschen immer mehr in die Impfung rein. Wir machen ihnen alles schwieriger. Wir umzingeln sie quasi, bis wir am Ende vor ihrem Gartensaun stehen und in der Endphase dürfen sie es nicht verlassen. Wissen Sie, was ich mich die ganze Zeit frage? Warum führen wir dann keine Impfpflicht ein? Das geht mir nicht ein. Wir installieren sie in Wahrheit ohne dies. Wir installieren sie überall. Wir schränken das berufliche Leben ein, wir schränken das private Leben ein, wir schränken das sportliche Leben ein, wir schränken das familiäre Leben ein, wir schränken das gesellschaftliche Veranstaltungsleben ein, wir schränken den Urlaub ein, den Wintersport ein. Wir schränken ja alles ein. Ja, warum dann keine Impfpflicht? Warum geht die Regierung nicht her und sagt, passt, erledigt, Schwarz-Grün beschließt eine Impfpflicht? Warum tut man das nicht? Warum ergeht man sich in dieser Falschheit der Debatte, eine indirekte Impfpflicht einzuführen, aber man tut es nicht? Und es gibt nur einen Schluss, warum man es nicht tut. Bei der Impfpflicht würde die Republik Österreich für jeden einzelnen Impfschaden haften. Für jeden einzelnen. Und zwar in Millionenhöhe. Für jeden Einzelnen. Und wenn ich weiß, dass seitdem wir in Österreich impfen, 180 Menschen gestorben sind, und das sind die offiziellen Zahlen, 180, die in einem Zusammenhang zu einer Impfung standen, die dann obduziert werden, Kausalzusammenhang etc. 180 in den letzten 9 Monaten. Wo soll die herkommen? Dann hätten zumindest 180 Familien und möglicherweise auch die mit schweren Impfschäden, nämlich zum Beispiel lebenslanger Tinnitus, Schwindel, Übelkeit, Hautreizungen, Autoimmunerkrankungen, die dann noch dazukommen. Wir haben ja so viele schon geimpft, Millionen. Dann müsste die Republik für jeden einzelnen Impfschaden haften. Das tut sie nicht. Die Republik benimmt sich wie ein Zechbreller. Sie schickt zwar die Leute in die Zwangsimpfung hinein, übernimmt aber nicht das Risiko für die Menschen.
Sie raubt ihnen die Freiheit und schickt, entleibt sie um die Freiheit und zwingt sie regelrecht in diese Impfung, indem wir sie bisacken oder wie Niki Fellner sagt, ja, man macht es ihnen halt schwieriger zu leben. Aber man, am Ende wirkt man es wie die Gans. Man macht es halt schwierig zu leben, dass sie keine Luft mehr kriegt. Aber man geht nicht her und nimmt die Haftung dafür. Dann sage ich, dann soll die Republik Österreich die impfen. Dann sollen sie so anständig sein, nicht feig sein wie bisher, die ganzen Falotten. Dann sollen sie eine Impfpflicht einführen und dann sollen sie jeden einzelnen Cent an jene Familien zahlen, deren Angehörige einen Impfschaden erleiden mussten. Dann übernimmt die Republik Österreich tatsächlich die Haftung. Und so soll dann gleich jeder Politiker persönlich mit seinem Privatvermögen haften. Dann sind wir wieder quitt. Persönliche Haftung von Politikern finde ich grundsätzlich interessant. Ja, finde ich wunderbar. Ja. Ja. Gut, da wird wahrscheinlich niemand was dagegen haben. So, machen wir ganz kurze Werbepause. Wir haben noch einen dritten Teil heute. Oh. Es ist noch nicht zu Ende, denn wir haben ja zwei Wahlen vor uns. Oh. Oberösterreich und Deutschland. Und auch darüber sprechen wir gleich. Und auch Graz, genau. Auch das werden wir vielleicht am Rande kurz thematisieren. Kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Sebastian Born-Mehner, Gerald Gross sind zu Gast. Aufgrund der Aktualität haben wir noch einen dritten Teil drangehängt, denn am Sonntag gibt es in Österreich zwei Wahlen. Einerseits wählt Oberösterreich einen neuen Landtag und auch die Gemeinderäte in allen oberösterreichischen Gemeinden werden gewählt. Und die zweitgrößte Stadt Österreichs, Graz, wählt ebenfalls an diesem Sonntag. Und in Deutschland gibt es obendrein auch noch Wahlen am Sonntag, also ein super Wahlsonntag. Aber starten wir in Österreich, starten wir mit Oberösterreich. Da deutet vieles darauf hin, dass Thomas Stelzer über 40% kommt und deutlich zulegen wird gegenüber dem historisch schlechtesten Ergebnis, muss man sagen, vom letzten Mal. Was glaubst du, was ist zu erwarten von dieser Oberösterreich-Wahl und vor allem, was für Auswirkungen hat diese Wahl oder wird diese Wahl auf die Bundespolitik haben? Also wenn das tatsächlich passieren sollte, dass Thomas Stelzer das Ergebnis vom letzten Mal übertreffen kann, weil die Prognosen der letzten Wochen haben ihn eigentlich dort gesehen, wo das letzte Mal war, also bei 35%, 1, 2 plus, minus. Es gab auch welche, die ihn bei 33% und 34% gesehen haben. Aber ich glaube, alles, was ein Plus gegenüber dem letzten Mal war, ist in Wirklichkeit ein Erfolg und wird wahrscheinlich auch mit Sicherheit als solcher ausgeschlachtet. Wenn er gar über 40% kommt, unglaublicher Triumph. Wird sich natürlich Sebastian Kurz auf die Fahnen heften und das als einen persönlichen Erfolg entsprechend promoten. Viel spannender ist die Frage des Landeshauptmanns, weil die ist eh gegessen, ja? Weil er wird mit 33% genauso Landeshauptmann mit 43%. Viel spannender ist doch die Frage, wer wird die Nummer 2, wer wird die Nummer 3? Welche Form von Arbeitsbündnis, nicht vergessen, wir haben dort eine Proporzregierung, das heißt, es ist nicht abhängig von einer Koalition, ob eine Partei in der Regierung ist oder nicht, aber viel spannender ist doch, was für eine Form von Arbeitszusammenarbeit wird es geben? Momentan hat Thomas Stelzer das noch geerbt von Josef Büringer und macht die Zusammenarbeit mit Manfred Heimbuchner, mit der FPÖ. Es könnte sich durch diese Wahl jetzt ein bisschen was verschieben, so wie es momentan ausschaut, und das ist eigentlich aus meiner sich das wirklich Spannendste, ist die Frage, wie die Grünen abschneiden werden. Bei der FPÖ wissen wir, dass sie runtergehen wird. Die hat ein unglaubliches Ergebnis von über 30% das letzte Mal gehabt. Momentan steht sie irgendwo zwischen 20% und 25%. Da ist eher die Frage, bleiben die vor der SPÖ, was derzeit die Umfragen so Glaube ich schon. Und zwar deswegen, weil Philipp Gerstorfer zwar wirklich ein netter Mensch ist, aber in Wirklichkeit, das war es für sie ja, nach dieser Wahl. Haben sie aber vor ein paar Wochen ganz anders noch geklungen. Nein, ich habe immer das Gleiche gesagt. Aber lass es mir ausreden. Ja, nein, lass also, ich bin so innen, lass es ja ausreden. Das haben sie ja wieder nicht gemacht. Dann also, weiter. Ja, schau jetzt, schon wieder nicht. Ja, halt, und schon wieder. Okay. Und, ja, schau wieder, schau, siehst? Gut, also Tourette. Birgit Gerstorfer, wie gesagt, die Geschichte hat sich gehoben. Ich glaube nicht, dass die SPÖ von ihrem dramatisch schlechtesten Ergebnis massiv zulegen wird, wenn sie den Zweier vorne haben können, schon jubeln. Aber wirklich spannend ist die Frage. Verliert die SPÖ, das wäre natürlich dramatisch. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie verlieren wird, weil die sind bei 19%, glaube ich, gelegen. Also sehr 18, 19. Ja, genau. Also sehr viel mehr kannst fast nicht mehr verlieren. Ich meine, da vergiss nicht, das ist Linz, das ist Föst. Da kannst, ich meine, entschuldige, ein paar muss da schon noch geben. Aber das ist auch nicht so spannend. Die SPÖ ist eigentlich auch wurscht in Oberösterreich. Wirklich interessant ist die Frage, weil darauf werden ja alle schielen. Deswegen ist ja auch diese Landtagswahl in diesem Jahr so von einer unglaublichen Wichtigkeit, dass sich momentan die Bundesregierung, vor allem die ÖVP, ja tatsächlich in einer Form von Galopp befindet und wir von Köstinger, Kurz und anderen ständig irgendwelche neuen Aussagen hören, die so völlig abseits dessen sind, wofür sie die letzten Jahre gestanden sind. Und das liegt daran, dass natürlich jetzt ganz stark geschaut wird, diese Oberösterreich-Wahl ist auch eine Testwahl für Sebastian Kurz, es ist eine Testwahl für diese Bundesregierung. Sollte
sollte es so sein, dass die ÖVP vielleicht sogar auch noch zulegt, sollte es so sein, dass die Grünen zulegen, 2-3% sind da durchaus drin mit Stefan Kainieder, dann wäre das eine maximale Bestätigung dieser Bundesregierung. Sie hätten extremen Rückenwind und würden weitermachen. Gleichzeitig muss man sich anschauen, Sebastian Kurz verhehlt ja nicht in Wirklichkeit, dass er keinen Bock mehr auf diese Regierung hat. Und ich glaube, dass er der größte Sprengmeister aller Zeiten durchaus auch bereit ist, diese dritte Koalition in die Luft zu jagen. Auch das wieder abhängig machen davon, wie dieses Ergebnis ausschaut. Also das Interessante ist, die nächsten Monate, es gibt ja schon viele, die hinter den Kulissen sagen, die Bundesregierung ist tot, dass wir uns schon auf den koalitionsfreien Raum zu bewegen quasi im Parlament bis zur nächsten Bundeswahl. Das alles hängt an dieser Oberösterreich-Wahl. Deswegen, das Ergebnis der ÖVP ist für das Land nicht so wichtig, aber für die Bundesebene sehr wichtig. Und das Gleiche gilt auch für die Grünen und natürlich auch für die FPÖ. Weil wenn es Manfred Heim-Buchner gelingt, jetzt diesen extremen Abwärtstrend, der war ja schon unter 20%, weit unter 20% in Oberösterreich in den Prognosen, jetzt ist er stabil über 20%, dann fürchte ich, wird sich vor allem Herbert Kickl bestätigt fühlen. Das ist natürlich schon dem Kickl-Kurs geschuldet, der FPÖ, dass sie sich jetzt auch in Oberösterreich so stabilisiert. Also ich bin ja bis vor wenigen Wochen davon ausgegangen, dass die Volkspartei mit Strelzer da durchzieht in Oberösterreich. Also so hatte ich den Eindruck und so wurde es mir doch von allen in Wahrheit vermittelt. Aber da hat sich offenbar die letzten Wochen tatsächlich etwas getan. Die Freiheitlichen lagen tatsächlich mit Heim-Buchner unter 20%, liegen nun bei 24-25% in allen Umfragen. Und die ÖVP reagiert absolut nervös. Ich meine, dass das Trio des Grauens, Köstinger, Ungust Wöginger und Wolfgang Rosam jetzt ausrucken müssen, die drei. Der Rosam hat es da angetan, oder? Nein, wie aus dem Brot. Ich nehme am Donnerstag. Er kommt am Donnerstag eh wieder, dann frage ich ihn, ob er dir mit der Schranz verwechselt. Oder? Ja, das ist vollkommen gut. Ich weiß nicht, ob der wiederkommt nach dem heute. Aber wenn er sich traut, er kann sich aber gegen mich mal hersetzen, dann flöte ich ihm schon etwas. Dann ist es Requiem, nämlich für ihn. Aber. Nachdem die da ausgeritten sind, merke ich, da ist jetzt eine Nervosität in der ÖVP. Da passt was nicht. Weil so aggressiv plötzlich auf die FPÖ hinduschen könnte tatsächlich sein, dass der sogenannte Flugsand, der vor 2 Jahren zu kurz gegangen ist, offenbar jetzt wieder Stück für Stück zur FPÖ zurückgeht, unter Kickl und auch unter Heim-Buchner. Und dass Heim-Buchner und Kickl, die ja sich nicht grün waren, das kann ja jeder zugeben. Ich meine, dass das nicht die wahren besten Freunde sind, die sind ungefähr in der Distanz. Nee, ich glaube, sie mögen Heim-Buchner ja auch nicht, oder? Das ist egal. Ja, ich bin ja Gott sei Dank kein Oberösterreicher, also muss ich nicht wählen. Aber dass die beiden seit 2 Wochen durch das ganze Land Touren und Doppeltveranstaltungen geben, das siehst du in allen Medien, volle Hallen und dort Wahlkampf machen und zwar Hand in Hand, das sagt man, das ist interessant. Und dann haben wir, und das sollte man aber nicht vergessen, die Sozialdemokratie, die jetzt neuerdings nur mehr nett ist, Sie wissen, wer der kleinere Bruder von nett ist, oder? Arsch. Ja, so, nur damit wir es einmal auch gesagt haben. Also wegen nett wirst du im Übrigen auch nicht gewählt. Das heißt, die Sozialdemokratie dürfte trotz des Föstlandes Oberösterreich aus meiner Sicht auch nicht unbedingt rosig abschneiden. Und ich sage Ihnen Folgendes, ich komme aus einer Stadt wie Graz, da hat die Sozialdemokratie über Jahrzehnte den Bürgermeister gestellt. Mhm. Heute kratzen sie an der 10%-Grenze. Mhm. Also es geht auch noch tiefer. Das stimmt. So, wie die Grünen abschneiden, alles was ich höre, stagnieren die. Sowohl in Graz als auch in Oberösterreich. Vollkommen auf dem letzten Ergebnis. Also die lukrieren aus der, der Tätigkeit in der Bundesregierung derzeit gar nichts. Vielleicht kriegen sie 0,5% dazu oder verlieren 1%. Aber sie sind relativ ähnlich, also weit weg von den Erfolgen, die sie sich erwartet hätten. Ja, die NEOS, genauso ist es, das ist eher unter der Wahrnehmungsschwelle und der Rest auch. Spannend wird Folgendes werden. Wird es den Durchmarsch von Kurz geben, insofern, dass er nach der Wahl dem Stelzer anordnet, Schwarz-Grün, so wie er auch in Graz probiert, Schwarz-Grün zu implementieren? Oder besteht die Möglichkeit, dass sowohl in Graz als auch in Linz weiterhin Schwarz-Blau regiert? Wir dürfen nicht vergessen, in Graz gab es eine schwarz-blaue Koalition bis zum Wahltag, oder gibt es sie? Und in Oberösterreich gibt es sie. Und da ist dann eher nicht die Frage, wie viel die ÖVP bekommt, sondern da ist eher die Frage, wen stärkt man? Die Grünen? Und damit, Sie haben eh gesagt, das wäre die Bestätigung für die Bundesregierung mit ihren Maßnahmen. Das heißt, will man den Corona-Wahn weiter haben oder wird man die Freiheitlichen? Also es gibt nur 2 Fragen für mich. Impft euch frei oder wählt euch frei? Die Wähler haben es am Sonntag in der Hand.
Schauen wir noch nach Deutschland, auch das wird spannend. Da gibt es ein Duell zwischen Olaf Scholz, SPD und Armin Laschet, CDU. Wird immer knapper. Mhm. Zwischenzeitlich hat Olaf Scholz einen relativ großen Vorsprung gehabt. Jetzt holt Laschet aber wieder auf. Wird es wirklich so knapp oder wird es am Ende dann vielleicht doch ein eindeutiger Sieg für Olaf Scholz? Was glaubst du? Ich finde es total spannend, weil wir in diesem Wahlkampf, im bundesdeutschen Wahlkampf, ja alle Höhen und Tiefen schon erlebt haben. Wir haben sogar eine grüne Nummer 1 gehabt zwischenzeitlich. Wir hatten Armin Laschet am Anfang ganz stark vorne. Und jetzt ist gerade Olaf Scholz vollkommen unverständlicherweise die Nummer 1. Ich glaube, das Problem, das wir in Deutschland haben, ist, es wird sich so oder so nichts verändern. Also ob jetzt Armin Laschet Bundeskanzler wird oder Olaf Scholz, es wird sowieso wieder CDU. Weil eine große Koalition es wird die natürlich, die, vor allem diese beiden Politiker. Wenn es andere Politiker wären, wäre es was anderes. Aber diese beiden Politiker stehen prototypisch für die große Koalition. Das heißt, aus meiner Sicht ist diese deutsche Wahl gar nicht so spannend. Die nächste deutsche Wahl wird interessant. Weil ich glaube, das war das letzte Mal. Weil eines dürfen wir nicht vergessen. In Deutschland passiert jetzt etwas, was in Österreich schon vor Jahren passiert ist. Es wird zum ersten Mal bei dieser deutschen Wahl keine Partei mehr über 30% sein. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte, in der bundesdeutschen Geschichte, dass keine Partei über 30% kommt. Das ist also ein Niedergang der großen Parteien. Und damit, und die deutsche Parteienlandschaft ist um einiges vielfältiger als die österreichische, damit kommt es zu immer mehr Pluralität. Wir erleben jetzt auch immer mehr so komische Listen und unterschiedliche Parteien. Manche sind Spaßparteien, manche sind wirklich fast schon neofaschistische Parteien. Aber das Spektrum wird immer breiter. Und ich glaube, diese Wahl, wie gesagt, ob der eine jetzt vorne ist oder der andere vorne ist, ist nicht mehr so spannend. Leider, interessanterweise, haben sich die Grünen echt selbst demontiert. Ich kann als Österreicher das nicht zu 100% nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass diese Plagiatsvorwürfe wirklich der ausschlaggebende Punkt waren, sondern ich glaube, dass einfach Baerbock es nicht geschafft hat, die Visionen auf eine praktikable Ebene runterzubrechen. Schade, ist, ja, aber kann man nicht mit Österreich vergleichen. Aber so oder so. Ich persönlich finde, in dem Moment, wo klar war, dass keine Partei mehr über 30% kommt und es klar ist, dass entweder Scholz oder Laschet das wird, war für mich die Spannung draußen. Es ist in Wirklichkeit wurscht. Ja. Diese Wahl ist gelaufen. Nein, so es geht um die nächste Wahl. Nein, so sehe ich es nicht. Also erstens zu Ihrer freundlichen Einschätzung der Grünen in Deutschland. Also wenn du dort eine Spitzenkandidatin hast, die der Weltbevölkerung den Meeresanstieg um 7 Meter bis 2100 antritt. Um 7 Meter, weil die Frau hat nicht einmal, kann nicht einmal zwischen Zentimeter, Meter und sonstigen unterscheiden. Im Übrigen auch nicht zwischen Kobalt und Pumuckl, dem Kobold, wie wir wissen. Also sprich, ein besonderer Leckerbissen des Analphabetismus ist die Gute, die ja nicht nur ihr Buch nicht einmal selber schreiben hat können. Wobei, wie gesagt, da schauen wir uns bei dem auch noch sehr genau an, ob das nicht auch so ein Baerbock-Werk ist. Wenn Sie es verstehen. Wirklich das draufsteht, was drin ist. Extra groß geschrieben. Aber genau, Kreisen weiß man nicht, wie sie Bücher schreiben. Sie werden das schaffen. Aber also die ist mausetot, dass überhaupt der Öffentlich-Rechtliche sie zu einem Triell einlädt. In Russland macht es der FSB, die wollen beeinflussen, in Deutschland macht es der Öffentlich-Rechtliche. Neuerdings, ich meine, die Frau hat 15%, was würde ihr für einen Kanzleranspruch noch haben? Das, was aber viel spannender ist, ist Folgendes. Die Gefahr besteht schon, wenn Olaf Scholz Kanzlerkandidat ist, dass er, und das hat er auch nicht ausgeschlossen, eine rot-rot-grüne Koalition in Deutschland bilden will. Und da habe ich ein gewaltiges Problem. Geht's nicht aus? Und zwar nicht einmal mit den, doch, das kann sich sehr wohl ausgehen, und zwar nicht einmal mit den Grünen innen, weil die sind eh mausetot und konserviert mit der Frau Baerbock, sondern mit der Nachfolgepartei der SED. Und dass 30 Jahre nach dem Mauerfall Honeckers, Schergen und Erben wieder in einer deutschen Bundesregierung sitzen, mit den ganzen Gespenstern, die im Hintergrund sind, dann muss ich den Deutschen wirklich sagen, dann haben sie aus ihrer eigenen Geschichte und aus den vielen Mauertoten und dem Kommunismus nicht gelernt. Die Linke ist die Nachfolgepartei der SED. Das geht nicht, weil dann könnte man in Österreich die NSDAP bald schon kandidieren lassen. Ich meine, wo sind wir? Ich meine, es gibt manche politische, nein, es gibt manche Grenzen. Ich brauche den Kommunismus nicht, ich brauche den Nationalsozialismus nicht. Aber bitte vergleichen Sie es nicht. Nein, nein, eh nicht. Der Herr Stalin hat 36 Millionen umgebracht und der Herr Hitler 7 Millionen. Bitte nicht. Für mich weder das eine noch das andere. Ich finde es ja spannend, dass solche Kommunisten in Graz antreten können und die alle bejubelt werden. Aber ist okay. Ich nehme das so zur Kenntnis. Bitte. Das ist viel spannender, ob Rot-Rot gönnt. Denn dann ist Deutschland durch. Dann hat seine Vormachtstellung in Europa verloren. Ja, tatsächlich. Dann haben die Leute Belastungen. Und dann bekommen sie in Wahrheit die, wir schaffen das Politik von der Merkel auch amtlich, die sie in Wahrheit ablehnen wollten. Wenn ich mir die deutsche Situation anschaue und viele dieser CDU-CSU-Wähler und CSU-Wähler, die jetzt nicht mehr
die CDU und CSU verständlicherweise wegen Laschet wählen, dann kommt man das so vor, sie gehen nicht mehr ins Wirtshaus, weil sie schlecht gegessen haben, sondern ins Saufen in Zukunft aus der Restaurantlatrine gleich außer. Also man muss es ja nicht unbedingt schlechter machen. Da gibt es jetzt noch die FDP, die wird negiert, die AfD wird auch negiert in allen Umfragen. Nee, das waren doch spannende Alternativen, ob man sich... Die AfD kann. Ist eine spannende Alternative. Das ist eine Parlamentspartei. Das ist eine Parlamentspartei, ganz einfach. Unter Beobachtung Verfassungsschutzes, ja, bitte. Das bist du bald einmal in der verpolitisierten Innenpolitik und Außenpolitik. Also, bitte. Ja, und die FDP wird auch, und die FDP wird auch komplett negiert. Da gibt es durchaus bürgerliche Alternativen, die zu wählen werden. Okay. Gut, meine Herren, vielen Dank. Am Sonntag wissen wir es. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, geht es gleich weiter, dann haben wir noch die Nachrichten des Tages für Sie.